Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Black Mirror Reboot. So, meine Lieben, wir haben herausgefunden, was mit dem Dienstmädchen sehr wahrscheinlich passiert ist. Und zwar hat sehr wahrscheinlich Eddie das Dienstmädchen umgebracht. Wir wissen nur noch nicht, warum er das getan hat. Vielleicht ist sie nicht auf seine Annoncen angesprungen oder so. Und aus Frust darüber, dass er ihr eine teure Kette geschenkt hat, hat er sie dann vielleicht sogar aus Versehen umgebracht oder so. Eddie, ich habe eine Frage zum Hausmädchen, zu Elsa. Du kanntest sie nicht. Ich weiß, dass du und sie... Ich meine, ich weiß, dass du Gefühle für sie hattest. Was? So ein Unsinn! Du bist genauso gestört wie dein Vater! Wirklich, David, du treibst es eindeutig zu weit. Die Polizei ist bald hier. Möchten Sie diese Sache nicht lieber vorher aufklären? Für den Fall, dass man Eddie das Verbrechen anhängt. Jetzt hören Sie mal, junge Dame. Wie können Sie es wagen? Das reicht! Eddie! Ihre Kleidung war zerrissen, als hätte sich ihr jemand aufzudrängen versucht. Ich hätte ihr nie etwas angetan. Mein Rehlein. Seltsame Anrede für ein Dienstmädchen. Woher? Das war nur ein harmloser Spaß, mehr nicht. Gabst du ihm den hier? Er gehörte deiner Mutter. Ja, er war... Eddie! Ich wollte sie nur etwas aufheitern. Sie besaß nichts und ich brauchte ihn nicht. Du weißt, dass sie ihrer Großmutter fast ihren gesamten Lohn schickte. Du nichtsnutziger Lügner, glaubst du, gegen einen Tierkadaver gedrückt zu werden, war harmloser Spaß für sie? Woher weißt du? Es stimmt, Elsa und ich. Ich hätte niemals Hand an sie gelegt. Wir liebten uns. Ich half ihr bei allem, sogar bei der Arbeit. Rose... Das reicht jetzt, Eddie. Du bist aufgebracht. Und du bist keine Hilfe, David. Angus, bringen Sie Master Eddie bitte nach oben. Wie Sie meinen, Madam. Ich finde, du hast hier für genug Unruhe gesorgt. Wir werden dieses Erbschaftsdilemma gleich morgen früh klären. Das glaube ich nicht. Ich habe jetzt mehr Fragen denn je. Über meinen Vater, das Hausmädchen, das ganze verdammte Haus! Nimm dich in Acht, David. Muss ich dich an den Jähzorn deines Vaters erinnern? Ich würde nie... Angesichts des aktuellen Gemütszustands von Master Eddie, der doch in der Erbangelegenheit berücksichtigt werden sollte, wäre jede weitere Diskussion dieses Themas derzeit sinnlos. Finden Sie nicht? Danke, Lea. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie hier sind. Unverfrorene Belger. Was geht hier vor? Haben Sie bemerkt, wann Margaret wütend wurde? Als Eddie ihre Arbeit erwähnte und Rose. Was bedeutet das? Es kann nur mit Großmutter Rosemary und Tante Cecilia zu tun haben. Und was immer das Mädchen auf dem Dachboden wollte. Der Dachboden? Ich sah das Hausmädchen mit einem Tablett herunterkommen, aber da oben ist nichts als ein leerer Raum. Dachte ich jedenfalls. Interessant. Was ist los, David? Mal sehen. David, warten Sie! Sie müssen sich mir anvertrauen, David. Was sehen Sie?
Ich sehe Echos. Erinnerungen an die, die hier gelebt haben. Ich sehe meinen Vater als kleinen Jungen. Er versucht, mit mir zu kommunizieren. Vielleicht waren Sie als Kind einst hier. Vielleicht sind das Geschichten, die Ihr Vater über diesen Ort erzählt hat. Sehen Sie, ich wusste, Sie glauben mir nicht. Ich sah Edward im Gewächshaus. Er schnitt Cecilia mit einer Gartenschere. Ich sah, wo er sie ließ, und dort fand ich sie. Wie ist mir das gelungen? Woher wusste ich das? Das kann ich auch noch nicht erklären. Also? Also, konzentrieren wir uns auf die Fakten? Ich höre. Sie sahen die Leiche des Mädchens. Ihr Genick war gebrochen. Das hat ein Mensch getan, kein Geist, richtig? Vermutlich, ja. Lady Margaret weiß mehr, als sie sagt. So viel ist sicher. Aber ihr irgendetwas zu entlocken? Oh, ich weiß. Aber bei Eddie ist das vielleicht einfacher. Ja, ja. Wir müssen ihn finden und dafür sorgen, dass Margaret nicht dazwischenfunkt. Ich glaube, sie schläft bereits, aber ich sehe nach. Finden Sie Eddie. So, verzeiht den kleinen Schnitt an dieser Stelle. Mein Sohn kam gerade an und wollte etwas von mir. Er wusste nur nicht mehr was. Na, das ist ziemlich deutlich. Hinter dem Jungen her. Oh mein Gott, was wird er uns nur sagen? Er führt uns auf jeden Fall zum Dachboden. Oh, hallo, meine liebe Elsa. Hallo, Eddie. Du siehst aber heute gut aus. Eddie? Oh, vielen Dank. Du bist schön wie immer, mein Rehkitz. Oh. Mua. Mua. Hä? Was ist mit dem los? Der hat sie doch nicht mehr alle, oder? So, ich guck mich hier erstmal um. Hä? Was ist das da für ein komischer Stall? Käfig? Keine Ahnung. Ah, hier haben wir wieder ein Fototeil, nehme ich mal an. Yay, ein Fototeil. Woohoo. So, dann erstmal noch hier gucken. Hier scheint nichts zu sein. Hier ist auch nur Krimskrams. Und ich könnte... Hier könnte noch was sein, ne? Aber da ist anscheinend noch nichts. Ich könnte jetzt nur Eddie ansprechen bisher. Und ihn halt anschauen. Erstmal untersuchen, glaube ich. Selbstgemachte Puppen. Oh, wie aus einem Albtraum. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir ihn mal an. Eddie? Kannst du mich hören? Was kannst du mir über Urgroßmutter Rose erzählen? Was musste Elsa tun? Eddie! Okay, sehr merkwürdig, der Eddie. Eddie ist sehr, sehr merkwürdig. Was siehst du hier, Eddie? Ein Kreuz. Da hing mal ein Kreuz. Safe. The little rabbit said to his brothers and sisters, the fox is fast asleep. So the rabbits tiptoed past. The fox was sly. He wasn't asleep at all. He opened his eyes. Ich sagte, du sollst dich benehmen, was ich mir zum letzten Male widersetze. Was zum? The eyes of the fox, they shone with cruel light as he pounced on the rabbits and ate them all one by one. It was only then he went to sleep, his tummy full, his heart content. Okay. Okay, die sind doch alle irre hier.
Und vor allem funktioniert das Spiel überhaupt nicht. Sorry, aber hey, wahrscheinlich ist es sogar ein richtig schönes Spiel, aber es wurde echt mega schlecht programmiert. Ich meine nicht nur, dass wir Bugs haben, weswegen ich das Spiel neu starten darf. Nein, wir haben Grafikbugs ohne Ende gehabt, als es hell war. Und jetzt haben wir Übersetzungsbugs und geil. Einfach nur geil. So, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Jetzt ist sie da und ich kann sie nicht anquatschen. Oder soll ich hier hinten gucken? Ah, ich soll hier hinten gucken. Das mag auf der anderen Seite sein. Gibt es hier einen... Nein. Weder Schalter noch Hebel. Offenbar sind nicht alle Schlösser so wie in Edgar Allan Poes Erzählungen. Aber es muss ja einen Weg geben, das zu öffnen, ne? Sollen wir eine Axt finden? Wir haben ein Hackebeilchen irgendwann mal eingesteckt. Vielleicht könnten wir das ja auch einfach benutzen. Aber dann würde da wahrscheinlich stehen, sowas wie benutzen oder sowas. So, hier haben wir eine Tür, hier haben wir einen Schrank, den will er auch nicht öffnen. Hier haben wir auch nichts anscheinend. Und hier hinten kann ich gar nicht mehr gucken. Hier ist aber auch nichts. Mit ihm kann ich auch nicht reden und mit ihr auch nicht. Ja, nu. Und nu? Finden Sie heraus, warum Elsa auf dem Dachboden war. Ja, ich bin dabei, ne? Wo ist eigentlich das Messer? Hatten wir das nicht mal mitgenommen? Wann haben wir denn das gebraucht? Kannst du das nicht mal ein bisschen besser untersuchen oder so? Ich meine ja nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt durchs ganze Haus gehen soll, um hier einen versteckten Gang aufzukriegen. Das macht keinen Sinn. Wie ich finde. Aber was weiß ich denn schon, ne? Hier scheint auch nichts zu sein. Er will auch nirgendwo nachgucken oder so. Hier in dem Schrank will er auch nicht gucken. Oder hier? Auch nicht. Guck doch mal in den Schrank rein. Ach, dann nicht. Okay, also ich kann den Raum auch wieder verlassen. Da ist dann echt die Frage, was wollen die jetzt von mir? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich das ganze Schloss absuchen muss, oder? Nach irgendeinem Mechanismus. Naja, aber vielleicht ja doch. Oder ich könnte noch mal hier bei dem Miniaturding gucken. Bei dem Miniaturschlösschen. Wir haben da ja einen Teil für gefunden. Vielleicht kann ich das ja schon einsetzen. Man weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kriege ich ja dann irgendwas oder so. Mal gucken. Eine neue Vision. Oder vielleicht sogar mal was Praktisches. Aber es sieht nicht so aus. Ja, irgendwie kann ich hier gar nichts machen, außer halt das mit dem Schlüssel. Das hilft mir aber nicht. Blut. Aber wessen? Okay. Also hier kommen wir auch nicht weiter. Dann heißt es mal wieder durch die Gegend watscheln und alles angucken anscheinend. Oder, aber nee, die schläft ja schon, ne? So, und hier in die Türen komme ich ja auch nicht. Da komme ich nicht durch, da kann ich... vielleicht war irgendwo eine Axt oder sowas? Kann
Könnte ich ja noch mal gucken gehen. Ob wir irgendwo eine Axt finden oder so. Vielleicht in der Küche. Oder im Keller. Mal gucken. Also das könnte ich mir halt jetzt noch vorstellen, dass wir da irgendwie was finden müssen halt, um eben diese Bretter wegzukriegen. Vielleicht ja auch ein Brecheisen, aber irgendwo muss das ja dann rumliegen. Und die Frage wäre ja dann nur, wo? Vielleicht ja auch im Köfferchen vom Gärtner, dass da vielleicht was dabei ist. Mal gucken. Ich kann nicht mehr raus. Alles klar. So, das können wir uns auch nicht untersuchen oder anschauen. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Und hier kann ich anscheinend auch nicht wieder runter. Also kann ich weder raus, noch, gut, damit wären meine Ideen von wegen, dass wir in dem Köfferchen von dem Gärtner nachgucken, die Idee kann ich dann natürlich vergessen. Dass wir im Keller nachgucken, die Idee kann ich auch vergessen. Die Frage ist, wo könnte man jetzt noch nachgucken? Wo könnte jetzt noch eine Axt versteckt sein? Oder irgendwas anderes, was mir hilft? Na, bestimmt nicht in der Bibliothek, ne? Hey, aber vielleicht ist ja der Anwalt wieder da mittlerweile. Der ist ja auch schon den ganzen Tag weg. Irgendwann muss der doch mal wiederkommen, oder? So rein theoretisch. Ach, guck mal. Er ist tatsächlich wieder da. Na, dann mal los. Hallo. Noch immer fleißig? Ein Anwalt hat nie Feierabend. Darf ich Sie etwas fragen? Was können Sie mir über meine Tante Cecilia erzählen? Außer Ihrem Namen weiß ich nichts über Sie, fürchte ich. Und Rosemary? Sie starb, bevor ich in den Dienst der Gordons eintrat. Meine Tante Clara, wie starb sie? Das war seltsam, soweit ich weiß. Sie hatte Fieber, also etwas, das sie hätte überstehen müssen. Aber laut Lady Margaret schien sie gar nicht dagegen anzukämpfen, sondern ergab sich einfach. Lady Margaret zog Eddie dann als ihr eigenes Kind groß. Ich überlege noch, auf mein Besitzrecht zu verzichten. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun soll. Nun ja, dazu kann ich Ihnen keinen Rat geben. Aber ich kann als Mittelsmann zwischen Ihnen und Lady Margaret fungieren. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Danke für Ihre Zeit. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Danke. Je eher ich fertig bin, desto eher kann ich gehen. Ach. Dieser Ort, als erwachsener Mann gebe ich es ungern zu, aber er lässt mich schaudern. Und was dem Hausmädchen zugestoßen ist, nun ja. Verständlich. Also dann, bis später. Ha, toll. Hat mich das jetzt irgendwie weitergebracht? Nö. Okay, das kann ich auch nicht mehr untersuchen. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Hier bin ich reingekommen, genau. Da bin ich reingekommen, dann gehe ich jetzt oben wieder raus und dann gehe ich nochmal auf den Dachboden. So, da hinten ist jetzt auch der Schreibtisch zu. Den kann ich mit Sicherheit auch nicht nochmal untersuchen. Nein. Alles klar. So, hier dürfte eigentlich auch nirgendwo was sein. Gehe ich mal zumindest von aus. Also ich bezweifle, dass hier irgendwo irgendwas rumliegt, das ich benutzen könnte. Aber gut. Man guckt trotzdem, ne? Man muss ja jede Ecke abklappern. So. Okay, aber hier ist tatsächlich nichts, deswegen, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach nochmal auf den Dachboden, ne? Ich glaube, sonst waren wir auch schon wieder überall. Okay, Moment, im Ritterraum waren wir noch nicht, da gehen wir jetzt nochmal gucken, vielleicht finden wir ja da noch was. So, und die beiden Türen sind mir ja auch immer noch verschlossen. Also von daher... Da kommen wir auch noch nicht weiter. Na gut, dann gehe ich jetzt nochmal da unten gucken. Und dann muss ich wieder auf den Dachboden, weil dann weiß ich nämlich auch nicht mehr, wo oder was mir helfen könnte. Ich will Margaret nicht begegnen.
Eddie muss irgendwo oben sein. Okay, er will Margaret nicht begegnen. Dann wird da unten wahrscheinlich auch nichts sein, außer eben die Alte. Alles klar. Das heißt, wir müssen nach oben, ne? Gut, das heißt, wir müssen ja doch irgendwie da oben dann wahrscheinlich die Tür aufkriegen können. Aber, meine Lieben, ich glaube, ich werde dann erstmal einen Cut machen an dieser Stelle. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder bald. Bis dahin. Tschüssi.